Die Leute lassen sich Ketten anlegen, mal sichtbare, mal unsichtbare, mal schwere Eisen im Gefängnis, mal Ketten für den goldenen Käfig und den Hals als Collier. Auf jeden Fall Symbole für Verkettungen, für Verbindungen und Verstrickungen, alte und neue, schwere und leichte, willkommene und verhasste. Und solche, bei denen du nicht mehr weißt, was dich da bindet und an wen es dich bindet oder es noch nie gewusst hast. Und das ist gut so. Denn das ist das Spiel des Lebens.